Hallo Freunde des Horror Games und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Ja, am letzten Part sah es ziemlich knapp für uns aus. Und ich werde mal auf der Seite hier ein bisschen erstmal erkunden. Bevor ich rüber zum anderen Block gehe. Zur Info, Resident Evil Remake kam diese Woche kein Part raus, weil wie gesagt der GameCube-Controller gebrochen ist. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis ein neuer da ist. Und dann geht's da auch weiter. Hat also alles seinen Grund. So, Mr. Big habe ich auch eine Weile nicht mehr gesehen. Aber ich möchte fast wetten, der schleicht hier irgendwo herum und wartet auf mich. So kann ich jetzt hier hin. Jo, hier waren wir noch nicht. Blingen, ja. Und sind bestimmt wieder Zombies drin, nicht wahr? Oder auch nicht. Scheinbar ist im nächsten Raum. Ja, wusste ich doch, hier war noch was. Film mitnehmen? Ja. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Gut, mit Jill, glaube ich, konnte man in Resident Evil 3 hier noch was Wichtiges aufsammeln drin. Hier scheint ich jetzt nicht zu können. Ist hier noch was irgendwo drin? Ja. Armbrustpolsten, schön. Die werde ich später noch ganz gut brauchen können. Die Dietrich benutzen? Ja, und was haben wir hier drin? Sprengstoff, ja, und ich glaube, ich weiß auch... Ah, jetzt hast du es sowieso schon gesagt, Claire. Ah, jetzt kommen wir ins Zombie-Zimmer. Mit dem guten Murphy oder so. Schlechter Moment zum Nachladen, Claire. Bams! Hat noch nicht ganz genug, der Kollege. Ich sehe da, glaube ich, ein Zombie. Ne, ich wollte sagen, ich sehe da, glaube ich, ein Kraut. Aber da war noch ein Zombie. Ach, der Kollege hat noch nicht genug. Gut, kriegt er erstmal voll in den Rinn gepfeffert. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Aber du bist nicht dieser Zombie aus der Cutscene, die es sonst hier gibt. Ja, Claire, guck dir ruhig mal den Zombie an. Was haben wir hier? Ah, den Zünder für den Sprengstoff. War hier nicht noch was? Nee, anscheinend nicht. Ach, guck mal, Leute, Leons Schreibtisch. Und da liegt was. Memo an Leon. An Leon S. Kennedy. Herzlich Glückwunsch zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können. Und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Regelschaft des PRC. RPD. Ach cool, Patronen, danke. So, mit dem Sprengstoff geht's jetzt nach oben. Also, ich glaube, ich weiß, was da oben auf uns wartet irgendwo. Aber ich habe ja genug Munition, bin bestens darauf vorbereitet. Aber ich sollte vielleicht ein bisschen Heilung mitnehmen, zur Sicherheit. Weil, falls uns Mr. Big wieder auflauert, dass ich dann ein bisschen vorbereitet bin.
Ja, weil deine Schläge machen ganz schön Wumms. Das kann man nicht leugnen. Gut, ein Kraut allein reicht mir nicht. Obwohl, gut, das grüne Kraut nehme ich noch zur Sicherheit mit. So, und weiter geht's. Oh, danke, kein Lecker. Was für ein Glück. Das ist doch hier die Stelle. Ach so. Oder es kombinieren? Ach so, ja, gut. Und. Tür ist frei. Oh, kein Mr. Big. Noch nicht. Bestimmt noch kommen, der Schlawiner. Ah, Cutscene, glaube ich. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Idiot. Du hast sie erschossen. Die ist nicht verletzt worden, die ist erschossen worden. Von dir nämlich selber. Kranker Typ. Ich finde ihn ziemlich... Ja, wie soll ich sagen, er ist ziemlich psychisch gestört, der komische Polizeichef Irons, weil er ist ja mitten in die Korruption verwickelt. Mit Umbrella und so. Und der... verhält sich nicht gerade fürsorglich. Ach, das ist dieser blöde Gang. Jetzt müssten wir sie bald finden, die Tochter. Was war das? Einfach mal das Licht einschalten. Wait. Let me go! Easy, easy there! I'm not a zombie! You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant. Near the city limits. The chemical plant? Then, what are you doing here? My mom called.
and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Ich glaube, das war der gute Birkin, der da gerade so geschrien hat. Weil ich glaube nicht, dass das Mr. Big gewesen ist. Der klingt, glaube ich, ein bisschen anders. Nein, ich glaube, das war... Das war Birkin. Und wie ihr bereits in der letzten Resident Evil 2 Playlist bereits erfahren habt, ist Birkin der Vater von der Kleinen und Annette die Mutter. So, und jetzt wird's gleich richtig mies, Leute. Ich hatte ja gesagt, da kommt was auf uns zu hier. Achso, habe ich hier noch was vergessen? Ich check den Raum noch mal ein bisschen näher aus. Weil ich glaube, hier war noch irgendwo was. Nicht so aus. Warte mal, da liegt doch noch was. Tagebuch der Sekretärin B. 8. Juni, als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe. Aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. 15. Juni. Ich habe endlich herausgefunden, was der Chef die ganze Zeit verheimlicht hat. Wenn er herausfindet, dass ich es weiß, ist mein Leben ernster Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Na, hier merkt man schon, dass der gute Polizeichef Irons ein Geheimnis zu verbergen hat. Und apropos Geheimnis, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Aber ich glaube, bei Irons im Büro war noch was Wichtiges. Gut, dann sind wir jedoch fertig. War jetzt bloß das Tagebuch, was er noch so rumgelegen hat. Normalerweise käme jetzt hier Mr. Big in dem Raum, aber ja, er hat sich's wohl überlegt. Und Irons ist weg. Mitsamt der Tochter des Bürgermeisters, beziehungsweise ihrer Leiche. Ah, Revierschlüssel, danke. Und hier können wir später die Steine einsetzen. Aber ihr seht, da fehlt noch eine ganze Menge. Zu unserem Glück. Ist hier noch was? Tagebuch des Polizeichefs. 23. September. Alles ist vorbei. Diese Schwachköpfe von Umbrella haben es wirklich geschafft. Trotz all ihrer großen Versprechungen haben sie meine Stadt zerstört. Bald werden sie die Straßen verseucht sein. Mit diesen Zombies. Und ich befürchte langsam, dass ich selbst auch infiziert sein könnte. Wenn das stimmt, bringe ich jeden in dieser Stadt um. 24. September. Wie geplant, konnte ich unter den anderen Polizisten etwas Verwirrung stiften. Ich habe dafür gesorgt, dass hier niemand von draußen zu Hilfe kommen kann. Dank der Verzögerungen bei den Polizeiaktionen hat niemand mehr eine Chance, lebend aus der Stadt rauszukommen. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass auch alle Fluchtwege aus meinem Revier heraus abgeriegelt sind. Es gibt immer noch ein paar Überlebende, die durch die untersten Geschosse entkommen wollen.
aber ich werde schon dafür sorgen, dass niemand hier lebend rauskommt. 26. September. Ich habe meine Meinung im Zug für die letzten Überlebenden hier im Revier geändert. Ich habe nämlich beschlossen, sie persönlich zur Strecke zu bringen. Vor weniger als einer Stunde habe ich Ed von hinten ins Herz geschossen. Ich habe zugesehen, wie er sich in einer Blutlache vor Schmerzen gekrümmt hat. Und der Ausdruck auf seinem Gesicht war einfach göttlich. Er starb mit weit aufgerissenen Augen, die mich fassungslos anstarrten. Einfach herrlich. Obwohl die Tochter des Bürgermeisters noch am Leben ist, ich habe sie entkommen lassen, um mir später das Vergnügen zu gönnen, sie zu jagen. Ich werde meine jüngste Trophäe genießen, ja eingefroren, auf ewig, in der Haltung, die ich für sie aussuchen werde. Ich habe doch gesagt, der Polizeichef hat die Tochter des Bürgermeisters persönlich erschossen. Und zwar, Moment, da war noch was. Und zwar auf ziemlich kranke Art und Weise. Als Jagdtrophäe. Da kommt Mr. Big eigentlich nochmal vorbei. Also nicht, dass ich ihn vermissen würde, aber Zeit wird's doch trotzdem mal langsam schon wieder, dass er mal vorbeischaut. Und da scheint. Ach, das war bloß eine Trophäe im Schrank oder so. Ja, so vermissen tue ich ihn nicht, aber ein Kämpfchen wäre schon mal nicht schlecht. Gegen den Guten. Ich nehme mal eine Abkürzung. Ich weiß, das war jetzt der Flur, wo Mr. Big rumlief, aber ist mir scheißegal. Oh, er scheint weg zu sein. Diese Zombie-Laute in der Ferne. Einfach nur geil, die Atmosphäre. Tja, ganz Raccoon City ist halt eben verseucht. Ah, hi. Hi, na? Und dazu kann ich sagen, wenn ihr normal spielt, dann könnt ihr jetzt diesen Zombies natürlich in diesem Raum hier ganz locker ausweichen. Ich kann es mir halt gerade leisten, weil ich halt genug Munition habe. Und beim Remake kann man sich, wie gesagt, auch die Schrotflinte zur Hilfe nehmen. So, der Safe. Ja, Zeit, den mal zu öffnen. Nee, das war's nicht. Zwei, zwei, drei, sechs. Gucken, was hier drin ist. Na, zu schnell. 2, 2, 3, 6. Säuregranaten, schön. Polizeirevierkarte? Ja, gut. Ist nicht schlecht. So, hier bin ich erstmal fertig. So, ja, dank dieses Schlüssels kommen wir jetzt nämlich hier zu einem weiteren Flur, der, glaube ich, auch zum Keller führt. Oh, scheiße, alles voller Zombies hier. Das war ein ganz schlechter Moment zum Nachladen. Bleib liegen. Naja. Wenigstens alles besser als Mr. Big hier zu begegnen.
Hm, war es das? Ja, scheint so. Komme ich hier rein? Nein. Haha, das reimt sich. Oh, schön. Noch mehr Säuregranaten. Und ich glaube, ich muss mich mal heilen gehen. Ich glaube, hier drüben waren noch Kräuter. Es war gut, das eine Kraut mitzunehmen. Aber jetzt können wir das kombinieren. Und haben gleich wieder... voll Energie. Und ich würde sagen, das war's für heute von Resident Evil 2. Im nächsten Part schauen wir dann, was es im Keller dieses Polizeireviers zu entdecken gibt. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.